Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Insomnias und Infernos Evil Car Adventure. Ganz genau. Dies ist die Fortsetzung zu Insomnias und Infernos Vorgeschichte. Ganz genau. Ich bin sowas von gehypt. Wir legen direkt los. Ja. Auf geht's. Oh yeah. Oh, verdammt. Ich muss diesen Insomnia und seine Freunde auslöschen. Dr. Inferno war der perfekte Körper für mich. Damit hätte ich das gesamte Universum vernichten können. Ich habe eine Idee. Ich erschaffe mir einfach zwei neue Untertanen, die diese Clowns ein für alle Mal erledigen sollen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh. Willkommen, meine neuen Untertanen, Alien Fuzzi Dr. Dito Dodi Dodo und Alien Dr. Dr. Darks. Da ihr noch neu seid, möchte ich euch erstmal unterstützen mit dem bösen Auto. Oh, danke, wie nett. Hallo, ich bin das böse Auto. Ich bin sehr böse. Mhm. Ist das so? Ja, das wissen wir doch alle. Also, das sind meine neuen Untertanen. Ich möchte, dass du ihnen hilfst, die Haare von Dr. Inferno zu stehlen. Denn diese Haare sind so mächtig, dass sie alles vernichten können. Bitte was? Ich arbeite für niemanden mehr. Ich lasse mich nicht mehr benutzen. Ich hole die Haare selbst und benutze sie selber. Das darf doch nicht wahr sein. Wir beiden... Ach, denkt euch doch irgendwas aus, ich muss zum Auto. Ja, hast du eine Idee? Wer bist du überhaupt? Oh Gott, na große Klasse. Ach du Heiliges. Ah. Wundervoll. Auf geht's. Oh, ein wunderschöner Tag. Das ist doch genau das Richtige, um unsere neue Gruppe stärken zu können. Da hast du sowas von recht. Ja, oh, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt mit dabei sein darf. Oh ja, gerne doch. Du bist jetzt vollwertiges Mitglied bei uns. So vollwertig wie Vollkorn. Deine Witze waren aber auch schon mal besser, Arcadius. Hallo Leute! Ah, der Weihnachtsmann, wie schlimm. Was tut er da? Also, reiß dich mal zusammen. Das ist doch nur der Weihnachtsmann. Interessant. Der große Dr. Inferno hat wohl Angst vor dem Weihnachtsmann. Du hast es erfasst, Arcade-spielender Arcadius. Inferno, der Witz, der ist so alt wie ich. Bin ich denn die Einzige, die sich fragt, warum Santa nackt ist? Ach ja, ich komme gerade aus der Dusche. Oha, da sind wohl Dinge passiert. Sag mal, du hast doch Angst vor mir. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich bin hier, weil ihr uns helfen müsst. Hm? Was ist denn los in der großen Kos? Oh, ich glaube, ich muss groß. Dann geh doch los in meine Hose. Könnten wir das Thema vielleicht wechseln? Warum bist du unglaublich behaarter, nackter Mann hier?
Das habe ich jetzt nicht gehört. Also das böse Auto greift gerade die Stadt an, während wir uns hier über nackte Männer unterhalten. Das böse Auto? Das war doch einer meiner Untertanen. Erzähl uns mehr, weise alter Unterhosenmann. Boah. Ganz ruhig, achten Sie auf Ihren Blutdruck. Ja, sonst drückt er. Cadius. Also, wie bereits gesagt, das böse Auto greift die Stadt an. Ihr müsst unbedingt in den Tempel von Wasserstadt. Ein Wassertempel? Oh nee. Wassertempel? Oh nee, ich geh nach Hause. Nee. Ach komm, das wird lustig. Da wirst du ein bisschen nass. Überall. Als du böse warst, warst du ganz anders. Hey, ihr Turteltauben, los! Die Stadt wird vernichtet und wir reden... Echt mal, wir reden hier im Bier. Oh Gott, ist der immer so? Das ist ja grauenhaft. Grauenhaft ist, wenn es einen grauhaftet. Arcadios! Los, das schöne Wassertempel wartet. Okay. Okay, wir sind da. Stadt des Wassers, Wasserstadt. Okay. Wir gucken erstmal in den Status und in den Status. Der beste Streamer, den es gibt. Er hat ein großes Herz und liebt es, ASMR zu machen. Natürlich nackt. Was? Klasse Insomnifant. Früher war Dr. Inferno mal böse, doch jetzt ist er gut. Er hat wohl Angst vor dem Weihnachtsmann. Dr. Inferno, Inferno, Inferno. Seine Flachwitze sind der Renner und unverbesserlich. Wir lieben ihn doch alle. Arcadius Clown, der Witzmaster. Sintara, die Ehefrau, die Blutkörperchen von Insomnia. Was ist sie eigentlich noch alles? Was? Sintara, Sintara, Autolift? Was? 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 Die Ehefrau? Ja, das ist jetzt ganz neu. Die beiden sind jetzt plötzlich zusammen. What? Ein Cookie. Hallo. Ja, hallo junger Mann. Du bist wohl neu hier? Nein. Ach wirklich? Und warum steht denn auf eurer Stirn? Hallo, ich bin neu hier. What? What? Instant reich. Okay. Na hallo. Was ist das? Professor, weiß ich. Bah! Oh, eine Sensation. Oh, hallo. Ihr glaubt es nicht. Ich habe gerade herausgefunden. Haltet euch fest. Wasser? Ja, das ist nass. Ich gehe weiter. Oh. What the hell? Hilfe! Hilfe, ich hab Geräusche! Übertreib.
Hallo Leute! Gib! Schön, dich zu sehen, Beep! Was machst du hier, Beep? Ich mache einen Ausflug in diese Stadt. Diese Stadt ist herrlich. Doch ihr solltet besser in den Tempel gehen, bevor das böse Auto böse Sachen anstellt. Aber kommst du denn nicht mit? Oh ja, schlecht. Tut mir leid, ich bleib solo. Was? Nun geht, ihr schafft das. Nein, Beep. Beep. So, wir kennen das, auf dem Dach sprechen. Hallo. Bitte vor den Tresen stellen. Danke. So gut. Manu. Aber erstmal gucke ich, ob wir hier... Aha. Ich wusste es. Schatzkisten. Oho, er sagt, er wusste es. Er ist der Entwickler. Anton? Aus dem Weg, Opa. Ich laufe. Der hat dich einfach Opa genannt. What? Hallo. Ah ja, willkommen in meinem Laden. Nehmt euch alles, was ihr braucht. Okay. Die Insomnia-Klinge. Das Schwächste, was ich jemals gesehen habe. Die Klinge des immer müden Insomnias. Oh, erwarte bitte nicht zu viel. Er ist noch müde. Metal-Klinge. Oh ja, Metal-Leute. Diese Klinge ist was für wahre Headbanger. Yeah. Aha, sie bringt was. Die hol ich. Ching. Was? Ein Fusselhelm? Ein Helm, gefertigt aus Fusseln. Es könnte sein, dass dieser Helm sehr doll juckt. Dieses Hemd wurde aus den Fusseln. Von Insomnias Wohnung gefertigt, aha. Neulich beim Rasieren hatte Insomnia eine Idee. Er klebt abrasierte Haare zu einem Schild zusammen. Was? Ja, ich nehme das hier, Hilfe! Oh, okay. Wartet, ihr Helden! Unsere Stadt wurde angegriffen von einem bösen Auto. Es hat ein Mann hinter sich hergeschritten, der aussah wie ein Roboter. Das Auto wollte den Weg zum Tempel des Wassers wissen. Aber wir wollten nichts sagen. Er brachte daraufhin meinen Bruder um. Vor lauter Angst sagte ich ihm, wo der Tempel ist. Ich bitte euch, geht in den Tempel und haltet dieses Auto auf, bevor er unser heiliges Wasser entdeckt. Wir werden euch helfen, habt keine Angst. Oh, ich danke euch. Wenn ihr noch was braucht, ich bin immer hier. Interessant. Was passiert? Hey! Oma Brumm Brumm. Hey, runter von der Straße, ihr Rabudis. Oh, Hilfe. Hilfe, sie hört nicht mehr auf. Oh Gott. Ich habe erwartet, dass ich einen Softdog habe. Um Gottes Willen. Oh, Geld. Ihr habt recht, ich muss ausrüsten. Oh, ich höre euch.
Hört ihr mich? Ja. Metal-Klinge! Fusselhelm! Steht dir gut. Bestimmt. Waffe, Metal-Klinge, Kopf, nichts. Oh! Sintara. Was? Ja. Okay, wir sind gut in der Zeit. Kali. Hallo, Miau. Hier lang. Geht es zur Prüfung des Wassers? Dahinter liegt der Tempel. Wollt ihr dahin? Miau. Die klingt ja wie eine Giraffe. Miau? Ich meine natürlich wie eine Katze. Zur Wasserprüfung. Oha. Na? Wollt ihr doch zurück in die Stadt? Ach so, nein. Aber schön, dass man's kann. Danke. Willkommen. Damit böse Mächte dem Tempel fernbleiben, muss jeder, der zum Tempel will, diese Prüfung bestehen. Wir bitten nun um ihr Verständnis. Ja, ist klar. Ha! Oh Gott. Ich probiere was. Eins, nein, ich hasse es. Okay. Dann machen wir es auf die altmodische Art. Hilfe. Perfekt. Warum? Danke. Da drin ist Insomnia besser als in Plattformern. Ist ja die Wahrheit. Ach du heiliges Hackfleisch, das tanzen kann. Timing Master. Oh ja. Was? Was? Wassertempel ausgetrocknet? Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, wir machen den Wassertempel dann im nächsten Part. Das kann ja lustig werden. Also schaltet wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Schaltet mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und meinen wenig Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.